Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Action-Knaller von Ross W. Clarkson aus dem Jahr 2003 mitgebracht. Ein Martial-Arts-Film der alten Schule, also im Stil der 80er Jahre, vollgestopft mit ganz vielen bekannten Martial-Arts-Stars ihrer Zeit. Und zwar ist das The Last Kumite, The Last Kumite. Der wird von Cape Light Pictures im Vertrieb der Alive AG am 16.05.2024 sowohl als Keepcase-Version mit Blu-ray-Inhalt als auch als Steelbook mit UHD und Blu-ray sowie im limitierten Mediabook mit Blu-ray und 4K UHD. Das heißt, ihr habt also die Wahl, wenn ihr nur den Film haben möchtet und mit einem Keepcase und einer Blu-ray zufrieden seid, dann könnt ihr euch die normale Keepcase-Version holen oder aber, wenn ihr eine 4K Ultra HD Disc haben wollt oder eine Sonderverpackung, habt ihr die Qual der Wahl zwischen diesem Steelbook und diesem Mediabook. Und beides packen wir heute aus. Ich denke, weil es schneller geht, macht das Steelbook einfach mal den Anfang. Ich habe schon gesehen, dass es geprägt, was ich ja persönlich, ja, also mir persönlich ist das relativ egal, aber ich finde es trotzdem ganz cool. So, wir haben hier also The Last Kumite geprägt, dann hier unten auch die Faust geprägt und wir haben auch hier nochmal den Rand geprägt. Was wir auch haben, ist, dass diesen Schuber hier, der ist nicht verklebt. Ich habe gerade gedacht, der wäre verklebt, aber es ist tatsächlich nur so ein Einsteckschuber. Und da haben wir hier unten dann halt die Darsteller drauf, dann hier den Hinweis auf Ultra HD Disc, dann freigegeben ist das Ganze ab 18 Jahren. Und auf der Rückseite haben wir eine kurze Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film, das Bonusmaterial aufgeführt, hier die Credits und hier natürlich noch die Produktspezifikationen der UHD Disc und der Blu-ray Disc. So, dann hier nochmal ab 18 wegen Gewalt und Verletzung. Ja, muss sein. Ja, ohne Gewalt, also ohne, ja, ohne Gewalt gibt's nichts auf die Fresse. So, auf der Rückseite haben wir dann hier nochmal dieses Bild. Das ist übrigens das Artwork, das auch hier vorne auf der Mediabook-Version drauf ist, das haben wir also auch auf dem Steelbook. Hier ist aber nichts geprägt, hier haben wir auch nichts mit Spotlack oder sowas. Ist ja auch alles Spielerei, meiner Meinung nach, muss nicht sein. So, auf dem Spine haben wir stehen The Last Kumite, natürlich, was soll sonst draufstehen? Ja, dann haben wir hier unten den Hinweis auf die Ultra HD Disc, hier oben den Hinweis auf die Blu-ray Disc und von innen schaut das Ganze so aus. Wir haben hier hinten die Blu-ray Disc drin liegen. Vorne haben wir die 4K Ultra HD Disc drin liegen, die wir auch irgendwie rauskriegen, genau. Und dann haben wir noch einen farbigen Innendruck. Also ich sag mal, Steelbook-Fans werden zufrieden sein. Es ist geprägt, farbiger Innendruck, wunderbar. Schuber mit dabei. Auf der Rückseite steht nichts. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Jetzt schauen wir uns das Mediabook an. So, auch hier, wir haben es ja schon gesehen, von hinten sieht das übrigens gleich aus. Das heißt, wir haben hier auch diese J-Card und auf der Rückseite ist das absolut identisch. Der Inhalt ist ja auch absolut identisch, also brauchen wir uns das auch nicht nochmal genauer anzusehen. Auf der Rückseite der J-Card haben wir hier nochmal das Regal mit den Cape Light Schätzen und einen Hinweis auf den Film Dogman, den ich übrigens nicht bekommen habe zum Auspacken, aber naja, gut, ich sag das nur, weil es wurde ja danach gefragt. Auch ein Film, der mir jetzt nicht so wirklich wichtig ist. Genau wie der hier, muss ich leider auch sagen, ist eigentlich gar nicht mein Genre, aber es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die stehen auf Kampfsport. Ist ja auch geil irgendwo, aber ich kann dem Genre nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr sowas mögt, ob ihr euch auf diesen Film freut, ob ihr ihn vielleicht sogar schon gesehen habt und ob er in eure Sammlung wandert. Und wenn ja, in welcher Form? So, wir haben hier auch vorne das gleiche Artwork, was hinten auf dem Steelbook drauf ist, nur dass wir hier natürlich den Aufdruck haben. Und auf der Rückseite haben wir, ich habe es schon fast vermutet, das Artwork, das sich beim Steelbook vorne befindet, nämlich die erhobene Faust. In dem Fall jetzt ohne Aufdruck von Namen und Filmtitel. So, und auf dem Spine haben wir auch hier The Last Kumite, oben Blu-ray, unten Ultra HD Disc draufstehen. Also soweit, so gut.
Jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Ist das nicht der gleiche Innendruck wie hier auch? Ich muss noch mal gerade nachschauen. Das wäre ja irgendwie auch nur nachvollziehbar, ja? Genau. Wir haben hier also den gleichen Innendruck im Mediabook, den wir auch im Steelbook haben. Jetzt schauen wir mal, wie das hinten, na Quatsch, hier vorne seht ihr noch, ja. Also das geht ja ineinander über. Hier, ich hol's gleich raus, ich brauche zwei Hände. Wir schauen uns das jetzt mal von hinten an, was wir hinten. Ja, hinten haben wir dann diesen farbigen Innendruck. In dem Fall übrigens ist das nicht, wie so oft bei Cape Light, dass wir die Disc so gestaltet haben, dass sie mit dem Hintergrund quasi verschmilzt, sondern man hat sich hier entschieden, die Discs identisch zu gestalten. Hinten ist also die Blu-ray drin, vorne ist die 4K Ultra HD Disc drin. So, holen wir auch mal raus, dann sehen wir auch hier den farbigen Innendruck, der geht über, aber die Disc ist jetzt nicht so gestaltet, dass, wenn wir sie reinlegen, es so aussieht, als wäre das ein Bild. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das ist so, das war so das kleine Highlight bei Cape Light immer. Aber gut, man hat sich hier halt dazu entschieden, die Discs einheitlich zu gestalten. Also so wie im Steelbook. Wobei, man hätte ja auch beim Steelbook durchaus die Discs so anpassen können, dass sie mit dem farbigen Innendruck verschmilzt. Aber ja, vertane Chance, was soll's. Man ändert's nicht. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Bisschen Bewegung zur Seite, nach oben und unten. Weniger, also Verarbeitung ist soweit schon nicht übel. Wir sehen hier allerdings auch schon wieder, dass nicht hundertprozentig gearbeitet wurde. Das heißt, dass das Bild wieder übergeht. Ja, also dass ihr seht das, ihr wisst, was ich meine. Hier auf der Rückseite das Bild, hier oben bei den Burschen kann man es gut sehen. Das geht nicht so hundertprozentig klar. Dann kommt hier vorne noch die Schulter mit raus. Aber naja, gut, es ist wirklich Zehntel Millimeter, was hier nicht richtig passt. Aber ist ja gar nicht so dramatisch. So, ich sehe das gerade. Ist das vernäht? Das sieht fast aus, als wäre es vernäht. Schauen wir uns gleich mal an. Ich denke eher, dass es wieder getackert ist. So, das Papier, wie immer bei Cape Light, etwas matt. Finde ich persönlich ja schöner, ist angenehm in der Hand und es blendet auch nicht so beim Lesen. Hier weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, hier die Bilder schön ins Geschehen eingebunden, das gefällt mir gut. Ich persönlich brauche hier nicht unbedingt Bilder aus dem Film im Booklet, aber wenn das hier so ist, dass der Text über das Bild drüber gelegt ist, dann finde ich das irgendwo ganz nett. So, jetzt haben wir hier noch ein Interview mit drin, so wie es ausschaut. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier ein Behind-the-Scenes-Bild ist. Ich kenne den Film ja nicht. Das hier scheint aber ganz sicher ein Behind-the-Scenes-Bild zu sein. Das scheint mir der Cast und die Crew zu sein, obwohl ne, eher nur der Cast. Ne? Die sehen alle aus, als würden sie Prügel verteilen und ja, wo war hier vorhin? Ich weiß es nicht. Aber es schaut eher aus wie ein Behind-the-Scenes-Bild. Und selbst wenn dieses Bild hier aus dem Film sein sollte, ist das ein Bild, das man sich gerne mal etwas genauer anschaut. Also ich denke, dass sich Fans auch durchaus sowas hier aufhängen würden. So, ach so, das war übrigens die Mitte des Booklets. Hier haben wir dann die drei Tacker-Klammern, die leider auch schon, hier sieht man das, ein bisschen das Papier auseinandernehmen. Das heißt, also dass, ja, dass die Klammern, die schaden dem Papier und machen hier Macken rein. Finde ich persönlich nicht ganz so optimal, aber ja, so ist es halt. So, weiter geht's im Text. Das Verhältnis von Text zu Bildern halte ich für ganz angenehm, so das hier scheint auf jeden Fall Behind-the-Scenes-Material zu sein. Es sieht jedenfalls so aus, vielleicht vom Interview oder was auch immer. Ich habe mich da nicht mit auseinandergesetzt, aber oder das hier, es könnte allerdings auch durchaus aus dem Film sein. Ich weiß es nicht. Aber es, naja, gut, wir lassen das einfach mal so stehen und sagen, es ist ein schönes Verhältnis von Text zu Bild. Und es hat zumindest den Anschein, als wären das nicht alles ausschließlich Bilder aus dem Film. Wenn es anders sein sollte, gut, dann ist es mir jetzt hier als jemand, der den Film noch nicht kennt, in dem Fall nicht aufgefallen. So, und das war's auch schon. So, die 4K Ultra HD Blu-ray Kombipackung entweder im Mediabook oder im Steelbook. Beides demnächst im Handel. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Bleibt gesund, seid schlau, schaut blau. Morgen einen schönen Vatertag, ist vielleicht der richtige Film für Vatertag.
Ja, schade, dass er noch nicht im Handel ist. Aber, naja, nächstes Jahr kommt er auch noch. Und bis dahin halt alles Gute. Bleibt gesund, habe ich schon gesagt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Unten jetzt noch den Daumen drücken, den Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.